Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Sans und wir spielen LS22 im Niemandsland. Folge 3. Und ja, ich habe eine Stimme. Noch nicht ganz perfekt, aber schon so, dass ich sagen kann, es ist alles schick. Und ja, angefangen als Timelapse No Kommentar Projekt. Möchte ich das aber dennoch gerne so wie die anderen Let's Plays fortführen. Das heißt, ich möchte das gerne kommentieren. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe gemerkt, also das No Commentary ist cool. Das fetzt. Und der ein oder andere mag das sicherlich auch lieber. Aber ich glaube, das ist nicht die Art und Weise, wie ich Let's Plays machen möchte. Ich bin einfach nur mal eine Labertasche und die ganze Zeit im Stehen so vor mich hinzuspielen, das ist nicht so ganz meins. Das motiviert mich auch nicht so ganz. Und deswegen machen wir hier so weiter, wie ich auch in Elm Creek und in Orbelerand spiele. Ich versuche immer wieder ein paar Timelapse-Passagen mit einzubauen. Es kommen ja so die ein oder anderen Stellen, wo man, naja, nicht so viel zu erzählen hat. Da werde ich jetzt auch in den anderen Let's Plays, denke ich, das ein oder andere Timelapse ein bisschen mehr noch mit einbauen. Das muss ich mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber es ist natürlich auch ein deutlicher Mehraufwand und ich möchte lieber mehr Content liefern und habe Spaß am Erzählen. Von daher, ja, steigen wir hier mal voll ein. Es hat sich ein bisschen was getan seit dem letzten Mal. Und zwar habe ich noch ein bisschen was an Equip mir zugelegt. Ich habe ja hier tatsächlich nur mit 500.000 gestartet. Das wisst ihr ja alle nicht. Also nur die, die vielleicht ein bisschen genauer sich das angeguckt haben. Und habe dann eine Weile rum überlegt, wie ich es denn jetzt nun mache. Und ich habe mir die Gebäude hierhin platziert, so wie wir, sie ja auch sehen. Ne? Ich habe das Sägewerk, ich habe hier die Schreinereien. Und ja, habe mir ein bisschen was an Basic Equipment geholt und habe dann in der zweiten Folge schon ein bisschen was, noch einen Traktor mir zugelegt und dieses und jenes. Und jetzt muss ich tatsächlich mal in die Finanzen gucken. Ja, wir haben ja auch einen ziemlich krassen Kredit. 350.000. Wie gesagt, ich habe dann noch überlegt, nehme ich mir mehr Geld dazu oder nicht, aber dann habe ich mir gedacht, nee, lasse so. Ich habe mir seit dem letzten Mal noch den Truck hier geholt, weil das einfach mit diesem kleinen Anhänger, das ist, der ist cool, ich mag den, aber je mehr Paletten hier drauf kommen, umso eieriger wird das ganze Ding und das fährt sich dann einfach nicht sehr schön. Und ich habe einfach Bock, mit so einem großen LKW hier rumzuheizen, das war es mir dann einfach wert. Und wir müssen einfach wahnsinnig viele Paletten handeln, von daher, ja, ist das schon notwendig. Genau, das Ding und dann habe ich mir noch geholt den etwas größeren Anhänger zum Holzverladen. Und habe damit auch schon mal ein bisschen rumgeübt. Das macht sich ganz gut. Damit bin ich auch zufrieden. Ansonsten hat sich noch irgendwie viel getan. Ne, den Rest habt ihr eigentlich in den letzten Let's Plays gesehen. Ich habe noch sehr stark abgeholzt und habe auch Bäume angepflanzt. Ich habe das erst hier gemacht, auf der Ebene so ein bisschen querbeet, einfach nur in der Linie lang. Und habe mir dann aber überlegt, dass hier hinten, das Grundstück habe ich mir noch gekauft, die 25. Und da habe ich jetzt auch schon Bäume stehen seit einer Weile. Und da habe ich mir hier so eine Linie gezogen. Das habe ich tatsächlich mit dieser Fräse gemacht. Und mit GPS bin ich hier einfach lang gefahren, habe hier Linien gezogen. Und ich will einmal alle Baumarten anpflanzen. Ich weiß, es gibt viele, die sind nicht so effizient wie andere. Aber ich will das einfach wissen. Deswegen pflanzen wir hier alles an. Und das wird auch so ein bisschen der Plan für heute. Das heißt, wir werden uns unseren Traktor schnappen und die Bau die Maschine, um das alles anzubauen. Genau, den Baumpflanzer und werden die Setzlinge werden wir da reinkrachen. Das sind jetzt noch 4 Paletten, die ich hier habe. Die möchte ich da ganz gerne einbauen. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen Holz. Denn das Sägewerk selber verbrät ja irgendwas um die 8000 Liter am Tag. Lass mal gucken. Genau, da sind jetzt noch, da ist noch ein bisschen Holz drin. Das reicht noch für einen Tag. Aber wir müssen ja zumindest, wie sieht es denn aus? Wann kann ich Möbel verkaufen? Im Juni. Wir sind jetzt im März. Das heißt, 1, 2, 3 Monate müssen wir noch hinkommen. Und das bedeutet, wir brauchen im Sägewerk 3×8 sind 24. Also, ja, auf alle Fälle noch so
15.000 Liter. Das sind noch mal ein paar Bäume, aber da haben wir ja hier noch ein bisschen was rumstehen. So, und von daher würde ich sagen, lasse ich es jetzt erstmal mit der Ansprache und ich denke, wir machen hier jetzt noch ein bisschen was im Zeitraffer und quatschen dann vielleicht noch mal im Anschluss über die Pläne, die wir noch so vorhaben. Also von daher, bis gleich, Freunde. Thank you.
So, und da sind wir auch schon wieder. Ja, ich habe mal ein bisschen was an Holz geladen. Ich muss ehrlich gestehen, mir gefällt das mit dem Wagen eigentlich ganz gut. Man kriegt hier die 5 Meter Stücken drauf und wenn man eine Weile geübt hat mit dem Kran, ist das Handling eigentlich ganz okay. Also da gibt es wesentlich Schlimmeres. Am Anfang muss ich sagen, war das für mich die absolute Katastrophe mit dem Teil. Das ging überhaupt nicht. Aber das ist so, man muss dem einfach ein bisschen Zeit geben. Das ist wie das Candling mit den Paletten und so. Ja, es ist alles nicht perfekt, aber es ist, finde ich, schon... Es ist okay, ne? So, dann schauen wir mal rein. Wir haben jetzt 10.000 Liter Holz, 11.000 knapp. Und jetzt laden wir mal den ganzen Spaß hier ab. So, 21.000 Liter, das reicht ja sogar fast. Da müssen wir gar nicht mehr so viele Bäume fällen. Und ich glaube, das kriege ich dann die Tage auf alle Fälle auch nochmal mit hin. Ich möchte nur vielleicht nochmal ganz kurz erläutern, wo ich mit dem Projekt überhaupt hin möchte. Ich meine, für meine treuen Zuschauer, ihr wisst ja, ich spiele in Orbeleron sehr exzessiv und auch in... der amerikanischen Karte, auf der amerikanischen Karte in Elm Creek. Und das hier ist so ein Projekt, wo ich mir sage, es ist eigentlich mehr so ein bisschen aus der Not herausgewachsen, weil ich, irgendwas brauchte, um eine Phase zu überdecken, in der ich keine Stimme hatte. Und dann dachte ich mir, hey, machst du so ein Timelapse-Projekt? Hab dann natürlich nun jetzt gemerkt, dass das vielleicht nicht ganz so der Philosophie entspricht, wie ich das hier mit Let's Plays machen möchte. Und hatte aber trotzdem Bock darauf und vor allem auch Bock darauf, ein bisschen was mit Holz zu machen, weil das ist in den anderen beiden Let's Plays ja überhaupt noch nicht Thema gewesen. Generell habe ich im LS22 ja noch gar keine Erfahrung mit Holz gemacht, auch im 19er habe ich eigentlich kaum Forstwirtschaft betrieben und immer mal nur ein bisschen probiert, aber nie gesagt, okay, ich versteife mich darauf. Und ich finde auch ehrlich gesagt den Weg zu sagen, man fängt neu an und konzentriert sich komplett auf Forstwirtschaft wesentlich besser, als das in einen Spielablauf zu integrieren, wo man noch viele andere Dinge tut. Schlussendlich bin ich aber auch der Meinung, dass es wenig Sinn macht, sich hier jetzt noch großartig auf andere Dinge zu konzentrieren. Man ist hier Monat für Monat sehr stark ausgelastet. Ja, das ist sehr repetitiv. Ne, wir schieben eigentlich nur Paletten von A nach B, fällen Bäume, transportieren die ins Lager. Deswegen denke ich auch nicht, dass das riesengroße Projekt sein wird. Aber ich möchte natürlich trotzdem mir hier noch einige Sachen anschauen, die in dem Bereich reinpassen. Und da wäre zum einen natürlich, dass ich mir die Forstmaschinen alle noch anschauen möchte. Also gerade auch die Baumfäller. Die würde ich mir ganz gerne noch anschauen und vielleicht auch so mit größeren Gerätschaften. Ne? Wir haben ja jetzt ja auch noch die, jetzt weiß ich gar nicht, wo die sind. Hier genau, die Anhänger, wo wir doch auch ein bisschen was Größeres reinkriegen. Ne? Da müsste man dann mal schauen, was man da noch alles so reißen kann damit. Ansonsten, ja, vielleicht auch mal ein bisschen mit Hackschnitzeln zu arbeiten. Und was, ich weiß nicht, vielleicht noch am ehesten in dem Bereich passt, was ich mir vorstellen kann, habe ich überhaupt keine Ahnung, ob das effektiv ist, sind Pappeln. Das wäre so ein Punkt, wo ich mir sage, kann man mal probieren, ne? Da gibt es ja auch so einen Bio-Baler, womit man so Rundballen pressen kann. Also das wäre nochmal so ein Teil oder mit diesem Häcksler. Also da habe ich gar keine Ahnung, was daraus wird. Aber das würde ich mir gegebenenfalls hier noch in dem Projekt mit anschauen. Aber ich denke, unterm Strich werden wir hier vielleicht bei etwa 10 Folgen landen. So grob, Pi mal Daumen. Das denke ich. Ich denke vielmehr, wie ich das gar nicht ausreizen. Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob das jetzt so regelmäßig erscheinen wird wie die anderen beiden Projekte. Die möchte ich schon priorisieren. Aber wir schauen mal, wo wir hier landen. Hier denke ich, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn wir, denke ich mal, da wird es bestimmt dann Juni sein, hier ein bisschen was verkaufen. Mal gucken, was wir jetzt hier so in einem Jahr rumkriegen. Das habe ich nicht mehr so ganz genau im Kopf. Das war da dann noch ein bisschen verladen. Und ich denke, mal gucken dann so in die Bereiche. Ich glaube, die Bäume brauchen irgendwas um die 2 Jahre, bis die ausgewachsen sind. Ich will da drüben jetzt auf alle Fälle erstmal ein bisschen das
ja, ein bisschen leer kriegen, die Bäume hier noch wegfällen und gegebenenfalls dann da so ein paar Felder noch anlegen für die Pappeln. Das müsste man dann mal schauen. Aber wir brauchen ja auch erstmal ein bisschen Geld. Von daher, ja, schauen wir einfach, was die nächsten Folgen so bringen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, würde ich mich sehr darüber freuen. Schaut euch auch gerne meine anderen Videos an. Ich habe ja jetzt auch ein anderes Projekt mit SnowRunner noch am Start. Und ja, ist mal noch ein bisschen was anders. Gebt dem gerne eine Chance. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denne. Tschö, tschö.